Gewirrplay, Xing, The Land Beyond oder auch Sing, The Land Beyond oder auch Crossing, The Land Beyond. Wie man das genau ausspricht, weiß ich gar nicht, ist aber auch gar nicht so schlimm, denn es ist ein kleines atmosphärisches Rätselspielchen. Nicht gar so lang und die Rätsel sind auch eher so Rätselparcours, soweit ich das verstanden habe. Und die korrekte Aussprache des Spieltitels ist dann schon das erste Rätsel. Ja, es geht weiter mit Puzzle- und Rätselspielen auf meinem Kanal. Nach, lasst mich kurz überlegen, Inverbis Virtus, nach Quern und nach The Eyes of Ara soll das hier das nächste Rätselspiel sein. Ich habe es bisher nicht gestartet, ich kenne nur so einen Trailer und so ein paar Screenshots. Ich weiß auch noch nichts über die Hintergrundgeschichte oder die Steuerung. Und das werden wir gemeinsam herausfinden. Auf geht's! So, hier ist Settings. Ich war einmal drin und habe ein bisschen die Musik runtergeregelt, aber ganz ehrlich, ich muss das noch ein bisschen lauter machen. Also leiser vielmehr. Das ist wahnsinnig laut auf meinen empfindlichen Ohren. So, wie man hier sehen kann, das Spiel kann man in Virtual Reality spielen. Das wird sicherlich in der Level-Architektur oder allgemein in der Weltarchitektur auch dann zu sehen sein, dass es ein bisschen anders aussieht als ein Spiel, das man ausschließlich am Computer sitzend spielt und auch die ganze Menüstruktur wird dem Ganzen ein bisschen Rechnung tragen. Ich spiele es aber am Computer sitzend. Ich habe zwar eine Virtual Reality Brille, aber die ist noch nicht wirklich wieder einsatzfähig nach meinem Umzug. Ihr wisst Bescheid. Ja, alle anderen Sachen passen hoffentlich. So, ein Slot. A natürlich. A wie quer. So, choose wisely. Ach du meine Güte. Okay, welches Tierchen passt denn am besten zu quer? Ein Lupus ist ein Wolf, glaube ich. Das wird ein Tiger sein. Schlange. Squalus sieht aus wie ein Hai. Rhinoceros, also Nashorn. Ein Karnickel. Ein, was ist das? Ein Narwal. Das hier ist Pantheros, also irgendeine Raubkatze. Das ist offenbar ein Pferd, ein Fuchs, ein Elefant, ein Delfin, ein Canis ist ein Hund offensichtlich. Ursus, der Bär, Avis, irgendein Vogel. Felis, die Katze. Och, jetzt bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Ja, wisst ihr was? Ich mache den Tiger. So, confirm. Hier sieht man, wann ich spiele. Auf geht's. Play. Was muss ich tun? Ich muss mit WASD laufen. Aha. Seitlich. Vorwärts. Okay. Drehen tue ich mich mit der Maus. Aha. Es stimmt übrigens nicht ganz, was ich gerade gesagt habe. Ein bisschen was weiß ich zur Hintergrundgeschichte des Spiels, soweit ich es verstanden habe. Ich habe das aber nur so oberflächlich gelesen. Soweit ich es verstanden habe, hat das was zu tun, dieses The Land Beyond, mit nach dem Tod. Also irgendwer stirbt und kommt dann hier hin oder seine Seele oder irgendwas. Oh, da ist ein Türchen. Was ist das? Die Mausempfindlichkeit ist sehr, sehr hoch. Das muss ich vielleicht ein bisschen korrigieren vor der nächsten Aufnahmesession. Und hier kann ich nicht dahinter schauen. Schade. Und die Schrittgeräusche sind jetzt hier relativ leise. Jetzt habe ich das im Menü sehr leise gemacht alles. Und hier ist dann kaum noch was zu hören. Ja, offensichtlich kann ich ja hier nur weiter. Vielleicht ist das Ziel des Spiels, dass ich hier irgendwas finde. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fragmente von so einem komischen Stein, der da reinpasst. Sieht ein bisschen aus wie so eine Google-Hupf-Form. Wahrscheinlich bestehend aus mehreren Fragmenten und wenn man die alle hat, dann kann man die hier einsetzen und dann passiert da irgendwas. So, erste Theorie. Übrigens, mit dabei, wieder, ist der oft kopierte, nie erreichte Zähler der Schande. Ja?
Und er steht auf 0. Mal sehen, wie lange noch. Ich habe ja nach wie vor den Vorsatz, mal ein Rätselspiel mit unter 5 auf dem Zähler der Schande zu schaffen, aber es war mir bisher nicht vergönnt. Okay, hier geht's offensichtlich weiter. Kann ich hier dahinter laufen? Nee, da ist auch irgend so ein Kraftfeld. Na dann, packen wir's. Aha, ich kann zurück. Ich kann zurück. Und hier ist es still. Und hier habe ich ein paar Geräusche. Es ist ein bisschen sehr still, oder? Ich mache mal gerade es wieder ein bisschen lauter. So. Also merke, die Soundlautstärke im Menü scheint lauter zu sein als dann im Spiel. Und merke Nummer 2. Ich bin irgendwo, wo es hoch ist. Erinnert mich an Styx, Shards of Darkness und die Flugschiffe. Shift rennen. Naja, so schnell ist es aber nicht. Moment mal. Also jetzt laufe ich. Jetzt renne ich. Ah, es ist ein bisschen schneller, aber jetzt nicht wirklich so wahnsinnig schnell. Kann ich hier was einsammeln? Wirselkräuter? Oder irgendwas? Na gut, das hier ist das Tutorial. Hier wird es überhaupt nichts geben, was ich mir angucken muss. Wäre gemein, wenn ich hier schon irgendwas finde. Ich weiß nicht, ob es hier Sammlungsobjekte gibt oder irgend sowas, wie in The Eyes of Ara. Wie ihr wisst, würde ich das dann gerne alles finden, wenn es sowas gibt. Oh, hier. Das kann ich nicht lesen. Hier geht's nicht weiter. Okay, ich soll offensichtlich da mal hüpfen. Da oben ist auch irgendein Symbol. Mond, Sonne und ein Männchen. Ich weiß nicht, wie schwierig das alles ist, ob ich mir hier irgendwas schon merken muss, ob ich schon die ersten Hinweise von irgendwas bekomme. Hüpf. Oh, das ist gespenstisch. Aber es ist schick. Ich muss nur, wie gesagt, die Mausempfindlichkeit ein bisschen runterstellen. Ich schaue mal gerade, ob ich das hinbekomme. Ja, jetzt ist es ein bisschen langsamer. Ja, konnte man einstellen. Muss ich also nicht extern tun. Z heißt, guck in die Luft. Ah, das ist Zoom. Wenn ich Z drücke, zoome ich ran und wenn ich es loslasse, dann flippt es zurück. Offensichtlich ist es wichtig, sich Sachen näher anzuschauen. Das spricht schon mal für ein Rätselspiel. Da ist wieder so eine Platte. Und ich kann sie wieder nicht lesen. Gefällt mir gut bisher. Aber warten wir mal das erste Rätsel ab, ob ich enttäuscht bin von wegen, oh, Kinderkram. Oder ob ich dann gleich nicht mehr weiter weiß. Einmal Harakiri machen hier. Ich nehme an, ich kann entweder nicht runterhüpfen oder wenn ich runterhüpfen kann, dann lande ich wieder irgendwo, aber ich probiere es mal. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Hätten wir das auch geklärt? Ach, was man hier an Kräuter pflücken könnte, wenn man einen Kräuterkundeskill hätte. Die nächste Tafel, die ich nicht verstehe. Muss ich irgendwie hüpfen und klettern oder irgend sowas? Wer weiß. Das erinnert mich ein bisschen an Risen, da kann ich genauso gut klettern. Naja, erstmal so ein bisschen Tutorial weitermachen. Wer weiß, was ich noch alles kann, was ich jetzt noch gar nicht weiß. Oh, Pilze. Oh. Zeneth. Zeneth ist offenbar jetzt der Ort, an dem ich mich befinde, oder ist Zeneth das Kapitel, der Teil der Handlung, eine Person oder so?
Ach ja. Na du Tiger, du. Mit der linken Maustaste hebe ich etwas auf. Eine Tiger-Medaille. Jetzt habe ich die hier und was mache ich dann damit? Ah, okay, ich scheine kein Inventar zu haben. Ich habe da nur so... Na gut, das ist halt Virtual Reality. Ich habe es ja angekündigt. Schickes Wasser. Da ist also was, okay. Was? Noch eins. Ach, das ist jetzt weg. Aha. Dann lass mich erstmal eine Theorie entwickeln, an welchem Stargate ich dieses Ding ausprobieren soll. Diese Tigerplakette. Was ist das hier? Sometimes children are the best teachers. Errungenschaft freigeschaltet. Voices in the water. Ich glaube, ich habe gerade ein Aufnahmeprogramm laufen, das die Steam-Errungenschaften nicht mit abgreift. Das heißt, ihr seht das rechts unten nicht, aber da kam gerade eine. Und wie ich beim Videoschneiden gerade sehe, seht ihr es ja doch. Also alles gut. Was soll ich tun? Hat das mit dem Wasser was damit zu tun, dass ich hier auf diesen Kreis getapst bin? Do we choose our own destiny or is it chosen for us? Ja, das Spiel gibt es im Moment auch nur auf Englisch, wie man sehen konnte. Ah ja, das hat mit diesen Trittplatten hier zu tun. Stimmt's? Ja. Also, das Spiel geht jetzt im Moment nur auf Englisch. Moment heißt Mitte Oktober 2017, wenn ich hier gerade anfange, das zu spielen. Wer weiß, ob es was Deutsches gibt. Wer weiß, wann und ob überhaupt. Wer weiß, wie textlastig das ist. Ich glaube es zwar nicht. Aber mal schauen. So, das hier scheint eine Art Stargate-Kreuzung zu sein. Ich nehme an, irgendwas kann ich irgendwann tun, dass hier diese Dinger aufgehen und ich dann da irgendwo hinkomme. Und diese Sprüche könnten immer irgendein Motto für das Gebiet sein, was dann dahinter ist. Also das Motto von diesem Stargate wäre dann Hüpf. Is a death without legacy something to be feared? Und schließlich Hüpf. We often do not realize what is most important to us. Das ist richtig. Ja, Stargates sind alle zu. Da hinten habe ich diese Plakette. Hier ist das gleiche wie da. So, das heißt, ich soll dieses Ding hier reintun als Glücksbrunnen. Was ist das? Es sieht aus wie ein Kristall. Okay. Moment mal, wenn ich hier reinhüpfe, dann lande ich immer wieder da. Was ist das hier? Ich möchte mich jetzt eigentlich nicht wegbeamen lassen irgendwohin, aber sei es drum. Oh! Hallo! Hello again, old friend. Allow me to reintroduce myself. I am your guardian and the only truly living thing in this place.
You exist now on a higher plane, at zenith of worlds. But worry not, in death you have much still to do, and I shall be there to help guide you through the scattered pools, rooted in the ground. Now go forth on flowing tides towards Itztali Point, an idyllic oasis among treacherous oceans, and discover what it means to be alone again. Ah, ja. Offenkundig kann ich jetzt da durch. Was bist du? Nee, also ich kann da nicht rein. Dann, bevor ich mir das leuchtende Ding da anschaue, würde ich ganz gern wissen, was das hier eigentlich sein soll. Da ist wieder so eine Tafel. Hüpf. Also dieser Guardian, für die, die es nicht so gut verstanden haben, ich versuche es mal zu übersetzen, was mir schwerfallen wird. Dieser Guardian ist irgendwie da, um mich zu führen. Es geht hier um verschiedene Welten. Das hatte ich anhand dieser Stargates schon gemutmaßt. Zuerst soll ich in die Welt Itztali, wahrscheinlich die da, wenn ich da irgendwie drauf trete, dann passiert da bestimmt was. Und hier gibt es irgendwelche, wie hat er es genannt, Scattered Pools, also zerschlagene, zerbrochene Gewässer, Pfützen, Tümpel, Pools halt. To enter the forest, heed this tune. Was? You must collect one shining rune. Das reimt sich. Okay, hier muss ich rein. Hier muss ich später irgendwann mal rein und muss irgendwelche leuchtenden Runen finden. Greifen. Ja, dann gehe ich doch mal dahin, wo ich hingehen soll. Eine andere Wahl habe ich im Moment sowieso nicht. Also. Es ist nicht wirklich ein Stargate. Es ist einfach nur eine Tür. Hier ist doch Dreck drin. Wie ist denn das jetzt gerade weggerollt? Kann ich von hier aus über die Felsen hüpfen und bin dann hinter dem nächsten? So, was ist hier zu tun? Palmen, ja. Ich war das nicht, das war schon kaputt. Ehrlich. Oder ist das erst das Stargate? Das ist erst das Stargate, oder? Ja, ich habe das nicht kaputt gemacht. Das war schon so. Ich schneide das auch aus dem Video raus. Nein. Ach, so Glaser sind teuer. Wie üblich gucke ich wieder jeden Stein. Okay. Bye, bye. Da entsteht was. Oh. Jetzt bin ich in Itztali. Und hier Itztali Point tatsächlich. Das scheint das, die Ortsbeschreibung zu sein. Zenet ist diese Kreuzung. Itztali Point ist ein Strand. Hier kann ich bestimmt wie in Rissen Muscheln aufsammeln. Was ist denn das? We were a small nomadic tribe. On these islands, we learned to thrive.
We lived in harmony with the land, a people of the sea and sand. Okay, es reimt sich. Aha. Das kann ich mir immer noch mal anschauen. Also irgendein nomadischer Stamm ist hierher gezogen und war hier halt sehr naturverbunden, hat hier gelebt mit den Elementen. Wie weit kann ich jetzt Wasser rein, bevor ein Zombiehai kommt und mich auffrisst? Oder ein Gezeitenwurm? Oder auch einfach nur ein Beam me up, Scotty? Das sind irgendwelche Bläschen in der Luft. Das ist kein schmutziger Bildschirm bei euch, das ist irgendwas in der Luft. Ich kann es aber auch nicht wirklich einordnen, was das sein soll. Okay, hier kann ich jetzt bestimmt nicht wieder zurück, richtig? Nee, ich muss hier irgendwas machen. Und dann kann ich vielleicht wieder zurück. So, meine lieben Gewirrlinge. Für eine allererste Episode soll das mal reichen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hier ist eine gute Stelle, um das Video zu beenden. Und weiter mit dem namenlosen, verstorbenen Helden. Auf dem, an dem, in dem, über dem Itztali-Point geht's dann ab dem nächsten Teil. Bis dahin!